Vieles hat sie schon gesehen, die Bühne auf den Grazer Kasematten. Allen möglichen Veranstaltungen hat sie schon den passenden Rahmen verliehen. Aber gekocht hat noch niemand auf ihr. Bis jetzt. Andi und Alex haben das geändert und ihre neue Kochshow hier aufgenommen. Vielleicht auch aus familiären Gründen. Meine Großeltern sind Grazer und deswegen war es eigentlich für uns klar, wenn wir außer Tirol und Wien irgendwo hinfahren, dass wir als erster nach Graz fahren. Und wir freuen uns schon wahnsinnig drauf. Wir waren ja schon am Graz am Markt einkaufen und da welche Herzlichkeit und welche ungespielte Freundlichkeit, die da entgegenkommt von den Grazer, das war wirklich etwas Einzigartiges. Sowas habe ich sehr selten erlebt und deswegen freue ich mich schon wahnsinnig auf die Kochshow heute. Mein Andi kann schon in Österreich überall kochen, weil der hat überall Verwandte. So eine Kochshow hat eigene Gesetze. Bei Andi und Alex sowieso. Wer Andi und Alex kennt, wie das abläuft bei denen, da ist ja mehr als Kochen, da wird viel Gerät, Schmäh geführt, das ist ganz witzig zwischendurch, manchmal geht auch was schief und das darf alles sein und die haben wir Freude dabei und die Zuschauer auch. Da ist mehr Adrenalin, mehr Spannung, da ist mehr Kitzeln und das ist gut, dass man da eine Top-Leistung bringen kann, das braucht man. Adrenalin schießt sicher auch durch die Venen des Regisseurs. Schließlich ist bei einer Andi und Alex Show vieles nicht planbar und da ist die Flexibilität des ganzen Teams gefragt. Damit jeder weiß, was wann dran ist, muss man so ein bisschen auf Stichwort auch arbeiten können. Das geht auch bei den Sendungen, ist es so, muss man ein bisschen auf Stichwort arbeiten können. Das heißt, viele Teile sind fixiert, aber nicht im genauen Wortlaut. Wer nur deshalb kocht, um seinen Magen zu füllen, ist ein grober Banause. Wir haben uns Tipps vom Meister geholt. Und wenn du eine Dame am Abend zum Essen einlädst, koch wenig. Und keine Nachspeisen. Das wollen sie einfach nicht. Ja? Weil sie wollen sich ja gerade im ersten Moment, wollen sie sich ja geben als figurbewusste, sportliche Menschen. Über die Jahre ändert sich das dann. Aber so weit bin ich noch nie gekommen. Der Status als Küchenchefs und Traumschwiegersöhne der Nation reicht Andi und Alex offenbar schon lange nicht mehr. Sie arbeiten an höheren Zielen und der Auftritt hier in Graz ist nur der erste Schritt dazu. Der Grund ist das, dass uns der ORF zweimal eine jährliche Abend schon versprochen hat. Und den machen wir da heute zeichnen auf. Die kommt dann am 23. nach, wenn die Musik spielt, Open Air im Fernsehen. Ein Zusammenschnitt, weil natürlich eine Stunde oder anderthalb Stunden das zu lang wäre. Und der Grund ist eigentlich das, dass wir nach und nach daran arbeiten, einmal in den Hauptabend vorzustoßen, sozusagen.